Damen und Herren, heute letzte Stunde, mit der wir uns mit der Optik beschäftigen. Und heute wollen wir also über die Beugung des Lichtes sprechen. Ein Vorgang, der natürlich eng mit der Interferenz verbunden ist, aber doch auch andere Aspekte beinhaltet. Ein entscheidendes Prinzip, was hier laufend zur Anwendung kommt, ist das Huygens-Frenelsche Prinzip, das wir jetzt gleich noch einmal kurz rekapitulieren wollen. Also wir sprechen über die Lichtbeugung. Das Huygens-Frenelsche Prinzip sagt ja aus, dass jeder Punkt in einem Wellenfeld, das von einer Primärwelle getroffen wird, dass jeder solche Punkt als Ausgangspunkt einer neuen sekundären Kugelwelle aufgefasst werden kann. Sodass also dann eine Vielzahl von Kugelwellen sich bilden. Wenn man also etwa eine ebene Welle sich denkt und also die Wellenfronten einfallen, dann kann man also jeden Punkt, etwa diese Punkte da, als Ausgangspunkte von Kugelwellen auffassen, die sich dann auch entsprechend überlagern und die auch Einhüllende dann haben. Und solche Einhüllenden sind dann wieder weiterlaufende ebene Wellenzüge und die Kugelwellen, die dann in andere Richtungen verlaufen, wenn man das genau durchrechnet, kommt man darauf, dass sich die in einem solchen Fall dann alle gerade genau durch destruktive Interferenz weginterferieren, sodass also nur in der ganz engen Vorwärtsrichtung eine weitere Ausbreitung erfolgt. Und so kann also dieses Huygens-Frenelsche Prinzip durchaus dazu dienen, dass man also auch eine einfache Ausbreitung einer ebenen Wellenfront beschreiben kann, so wie wir das auf der Wellenwanne ja auch ganz einfach zeigen können. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber soll halt dazu dienen, die Dinge ins rechte Lot zu bringen, dass wir einfach uns eben anschauen, ohne weiteres, die Ausbreitung einer ebenen Welle in der Wellenwanne. Also das sind so diese, die gehen da jetzt von rechts nach links, ich habe das von links nach rechts gezeigt, das ist egal. Aber jedenfalls, Sie sehen hier die Ausbreitung der Wellenfront, Sie sehen nicht die einzelnen Kugelwellen, weil sich die eben alle so weginterferieren, dass nur diese ebenen Wellenfronten überbleiben. Danke, zunächst einmal das. Und dann ist es aber jetzt wichtig, dass man, wenn es um Lichtbeugung geht, davon ausgeht, dass in diese ebenen Wellenfronten ein Hindernis oder mehrere Hindernisse eingebracht werden können. Wobei das ganz unterschiedlich sein kann, nur sind diese Hindernisse also so zu sehen, dass also dann dort, wo so ein Hindernis aufgebaut ist, eben keine weitere Ausbreitung erfolgen kann. Also der einfachste Fall, den man hier betrachten kann, ist etwa eine Halbebene. Und da haben Sie also dann wieder so diese sich ausbreitende Wellenfront und an einer gewissen Stelle setzen wir dann hier eine Halbebene hinein, die undurchlässig ist für diese Wellen. Und was dann passiert ist, dass Sie natürlich, so wie sonst überall hier an verschiedenen Punkten, diese sekundären Kugelwellen haben. Aber dann hier gibt es immer noch so eine Kugelwelle und das bedeutet,
dass aufgrund dieses Heilchen-Fernelischen Prinzips man jetzt damit rechnen muss, dass eben das Licht nicht nur, wie man es gemäß geometrischer Optik erwarten würde, da einfach geradlinig weiterverläuft und da alles unten im Schatten ist, sondern dass ein gewisser Anteil der Lichtenergie auch in den Bereich, der eigentlich geometrisch schon abgeschattet sein müsste, hineintritt. Und das nennt man die Beugung an der Kante. Und das sieht so aus, wenn man das also genau durchrechnet, und man kann auch Experimente dazu machen, das sieht dann so aus, dass wir also in einem Koordinatensystem, wo wir da die Lichtintensität auftragen und da eine X-Achse, eine Querachse zur Ausbreitung dieser Wellenfront, dann können wir also davon ausgehen, etwa hier in dem Bereich befindet sich die Halbebene. Wo gehen wir es am besten hin? Ja. Und wenn man da jetzt, also bei x gleich 0 hört die Halbebene auf, also da ist x gleich 0 und mit positivem x hier haben wir also den freien Durchgang, mit negativem x da hier die Halbebene, die also den Durchgang dieser Wellenfront verhindert. Und jetzt ist es nicht so, dass man da so schlagartig ein Einsetzen der Intensität beobachtet, sondern es zeigt sich, dass bereits vorher ein Anstieg erfolgt und sich das dann hier nachher so einpendelt, bis man dann entsprechend die volle Intensität hat und weit genug weg von der Halbebene sieht man dann natürlich keinen Einfluss mehr. Da hat man dann die normale, ungestörte Intensität. Und dieses Beugungsbild, das lässt sich aufgrund des Heuchens-Fresnelschen Prinzips auch konkret nachrechnen und das findet sich auch experimentell in gleicher Weise. Also diese einzelnen Schwingungen hier können wir auf der Wellenwanne nicht nachvollziehen, aber wir können jetzt in der Wellenwanne eine solche Halbebene aufbauen und uns anschauen, dass jedenfalls eine Lichtintensität hier auch auftritt, die in den an sich abgeschatteten Bereich hineintritt. Also da sehen Sie jetzt unterhalb der Halbebene laufen da die Wellenfronten einigermaßen ungestört weiter, aber oberhalb sehen Sie, dass eben da so gegen Ende, wo da die Kante gerade beginnt, da noch Sekundärwellen in den Bereich eintreten und das entspricht gerade dem Teil, wo die Intensität schon sichtbar wird, im Bereich, wo eigentlich schon die Kante, die Halbebene beginnt. Vielen Dank, Herr Litschau. Ja. Nun, bei einer Halbebene ist es so, dass die ja praktisch unendlich ausgedehnt ist. Und wenn man also dann Licht auf diese Halbebene leuchten lässt, dann hat man es üblicherweise damit zu tun, dass man nie weit genug weggehen kann, dass das ganze Objekt klein wird sozusagen. Das heißt, man hat es in dem Fall mit einer sogenannten Fresnelschen Beugung zu tun. Wo grundsätzlich man davon ausgehen muss, dass also die einzelnen Lichtstrahlen und die Wellenfront nicht nur ebenen Wellen entsprechen, sondern auch andere Richtungen oder Kugelwellen oder sowas schon von vornherein eintreten. Man möchte aber in vielen Fällen, vor allem wenn man es mit kleinen Objekten wie Spalten oder Gittern zu tun hat, wo die Distanzen zwischen den verschiedenen
Objekten, die man da in die Wellenfront einbringt, klein gemacht werden können, möchte man aufgrund der Übersichtlichkeit womöglich die Situation haben, dass die Beugung immer in Parallelstrahlen betrachtet wird. Und das ist die sogenannte Fraunhofer'sche Beugung. Bei der ist es so, dass man Parallelstrahlenbündel vor und nach den Hindernissen betrachtet. Und im Gegensatz zur Fresnelschen Beugung, die verhältnismäßig oft und in vielen Fällen auch bei der Kante, die ich hier erwähnt hatte, verhältnismäßig großen Aufwand erfordert, um sie konkret durchzurechnen, ist es im Fall der Fraunhofer'schen Beugung so, dass man es da mit einfacheren Situationen zu tun hat, weil die geometrischen Verhältnisse viel übersichtlicher sind. Und eine solche Situation hat man also insbesondere dann, wenn man also etwa einen Doppelspalt betrachtet, den wir jetzt etwas quantitativer anschauen wollen. Bisher hat er uns ja nur dazu gedient, qualitativ zu zeigen, da gibt es Interferenz. Jetzt schauen wir uns konkret den Doppelspalt an. Und bei diesem Doppelspalt wollen wir die Situation der Fraunhofer'schen Beugung betrachten. Also nicht die Fresnelsche, sondern die Fraunhofer'sche Beugung, wo das Licht also aus großer Distanz kommt und daher dort, wo es den Doppelspalt trifft, weitgehend parallel ist. Große Distanz heißt große Distanz im Vergleich zu der Spaltbreite und dem Spaltabstand eines Doppelspaltes. Bei der Kante oder Halbebene möchte ich noch einmal sagen, da gibt es keine große Distanz. Denn es ist in jedem Fall so, Sie haben eine ganze Halbebene, die verschlossen ist. Die bleibt immer groß, auch wenn Sie weit weggehen. Dagegen bei einem Doppelspalt, bei einem Gitter, haben Sie Strukturen, die also so sind, dass Sie sagen können, jetzt bin ich weit weg in Bezug zu der Größe dieser Strukturen. Und dann habe ich Fraunhofer'sche Beugung, wo man durch die große Distanz dann es grundsätzlich nur mit Parallelstrahlenbündeln zu tun hat und das daher auch viel einfacher darzustellen ist. Einen solchen Doppelspalt kann ich Ihnen da mal herlegen, damit Sie den hier auch sehen, aber außerdem möchte ich ihn auch aufzeichnen, weil das also schon eine sehr wichtige Angelegenheit ist, um den Doppelspalt gut zu verstehen. Wir haben also da die Situation, dass wir die Wellenfront abschließen bis auf zwei benachbarte Spalten. Also da kommen von hier, ich kann das vielleicht andeuten, dass das tatsächlich körperliche Hindernisse sind. Da kommen hier wieder die Wellenfronten herein. Und wenn jetzt da diese Wellenfronten diesen Doppelspalt treffen, dann ist es also so, wie man also auch aus der Zeichnung hier sehen kann, da schon, dass man darauf Rücksicht nehmen muss, dass wieder an den Stellen, wo die Wellen durchtreten können, es wieder gemäß Huygens' Fresnelschen Prinzip die Ausbildung von sekundären Kugelwellen geben wird. Und das wollen wir insbesondere dadurch jetzt charakterisieren, dass wir also hier einerseits den Spaltabstand hier, D ist der Spaltabstand, die Distanz, so, während die Spaltbreite,
die wollen wir hier, um sie da deutlich zu unterscheiden, mit der Breite B bezeichnen. Ja, und wenn da jetzt hinter diesen Spalten, den beiden, da Kugelwellen weiter fortlaufen, dann hat man einerseits die Situation der geradlinigen Ausbreitung, so wie wir das natürlich von der ungestörten Wellenfront kennen, aber natürlich auch die Möglichkeit, dass sich auch in anderen Richtungen eine Ausbreitung ergeben wird. Und zwar vor allem eben dann, wenn sich die Wellen, die hier auftreten, konstruktiv überlagern. Also wenn man zum Beispiel davon ausgeht, diese einfallende Ebene, wo Wellenfront trifft, zu einem gewissen Zeitpunkt diese zwei Spaltöffnungen, und da wird dann bei beiden gleichermaßen eine Welle ausgehen. Hier. Und entsprechend auch hier. Dann haben wir da hier eine Wellenlänge, wieder eine Wellenlänge, eine dritte Wellenlänge. Und entsprechend hier haben wir die Situation, dass sich wieder die Wellen derart ausbreiten, fangen hier gleichzeitig an, aber wenn diese Distanz, die sich hier ergibt, der Gangunterschied zwischen den zwei Wellenzügen, die hier vorhanden sind, dieser Gangunterschied, den wir als S bezeichnen, wenn dieser Gangunterschied eine Wellenlänge oder ein Vielfaches einer Wellenlänge ist, dann wird es so sein, dass wir hier dann in weiterer Folge wieder eine konstruktive Interferenz haben und daher in dieser Richtung es wieder eine Aufhellung geben wird. Und das kommt nur dadurch zustande, dass eben durch diesen Doppelspalt andere Sekundärkugelwellen ja ausgeblendet sind. Den hat man alle, dann setzt sich einfach die ebene Wellenfront fort. Nur dadurch, dass man hier eben bestimmte ausblendet, dadurch kommt es dazu, dass eben jetzt auch in anderen Richtungen es konstruktive Interferenz gibt. Natürlich in der Nullrichtung geht sich das sowieso immer aus, dass die da entsprechend sich konstruktiv überlagern, aber dazwischen gibt es Richtungen, wo dieser Gangunterschied zu klein ist, kleiner als eine Wellenlänge. Wenn er zum Beispiel eine halbe Wellenlänge ist, dann wird es zur Auslöschung kommen. Wir sprechen hier von der nullten Ordnung der Beugung, hier von der ersten Ordnung. Und die gibt es natürlich symmetrisch auch nach unten, wenn wir hier gerade eine Wellenlänge haben. Und man wird also Beugungsordnungen haben für verschiedene Gangunterschiede und Verstärkung. Erhält man also immer dann, wenn dieser Gangunterschied S, wenn dieser Gangunterschied S ein ganzzahliges Vielfaches Z mal der Wellenlänge ist. Und Z, das ist die Beugungsordnung. Z gleich 0 ist dann die nullte Ordnung, da ist der Gangunterschied 0. Und wenn Z gleich 1 ist, hat man die erste Ordnung und so weiter. Und man kann also daraus erkennen, wie man diese Beugungserscheinungen auch interpretieren kann. Nun, das kann man so machen, dass man hier auch berücksichtigt den Winkel von diesen Beugungsordnungen. Da haben wir also zum Beispiel hier zwischen diesen beiden Richtungen ein Winkel Theta. Zwischen der Nullrichtung und der Richtung der ersten Ordnung. Dieser Winkeltheta tritt ebenfalls auch hier auf. Auch das ist
der Winkel Theta, weil auf diesen Schenkel steht der senkrecht, auf diesen Schenkel steht der senkrecht. Und Sie können daher sofort erkennen, aufgrund dieser einfachen Geometrie dieses kleinen Dreieckes hier, Sie können das auch da oben beobachten auf diesem Bild, dass es eine einfache Beziehung gibt, nämlich, dass dieses S geometrische Situation, das S ist natürlich gleich D mal Sinus von Theta. S ist ja da die Gegenkathete in diesem rechtwinkeligen Dreieck, ist D die Hypotenuse mal Sinus dieses Winkels Theta. Und daher kriegt man also die Bedingungen für die Verstärkung, damit Verstärkung, wenn man also da jetzt das Z Lambda einsetzt, dass man also hat D mal Sinus Theta Z mal Lambda. Das ist die Bedingung für die Verstärkung beim Doppelspalt. Dieses Verhalten des Doppelspaltes und die entsprechende Interferenz und Beugung können wir uns jetzt noch einmal an der Bildwellenbahne ansehen. Na, man kann es jetzt schon erkennen, wir hatten es ja auch gestern schon einmal gesehen, dass also in verschiedenen Richtungen hier es Verstärkung und in anderen Richtungen Abschwächung gibt hinter diesem Doppelspalt, genau entsprechend der Überlegung mit den verschiedenen Beugungsordnungen beim Doppelspalt. Okay, danke. Dazu noch einmal den Doppelspalt optisch betrachten. Und man sieht also jetzt diese Beugungsfiguren hinter dem Doppelspalt. Und warum ich das noch einmal zeige, und eigentlich ist ja das eben der Sinn dieses jetzigen Experimentes, dass das gar keine so besonders stark ausgeprägten Beugungsfiguren sind, nicht scharf begrenzt, die einzelnen Beugungsordnungen, sondern weil es sich eben nur um einen Doppelspalt handelt, relativ flache Veränderungen von den Intensitäten. Vielen Dank, Herr Litschauer. Nun, na, die Tafel lassen wir weg. Nun möchte ich Ihnen dazu auch zeigen, was, wenn man das konkret durchrechnet, bei einem solchen Doppelspalt, was bei einem solchen Doppelspalt jetzt auch von der Rechnung her zu erwarten ist. Und da sieht man also hier, wenn man da den Beugungswinkel aufträgt und dagegen die Intensitäten, also Beugungswinkel und die gemessenen Intensitäten, dann sehen Sie hier, heute halt bezogen auf die Intensität der Primärstrahlung, dass natürlich beim Beugungswinkel 0 Sie hier die nullte Ordnung haben und dadurch läuft das so eine modulierte Sinusschwingung gewissermaßen. Und nach außen werden die Beugungsordnungen schwächer, manche Beugungsordnungen treten überhaupt nicht auf, das liegt an der Beugung am jeweiligen Einzelspalt, die wir aber hier aus Zeitgründen nicht im Einzelnen betrachten. Aber jedenfalls sehen Sie, es sind verhältnismäßig wenig scharf ausgebildete Beugungsordnungen. Nun, wenn wir uns jetzt zum Vergleich dazu die Beugung an einem Gitter ansehen, dann ist es eine völlig ähnliche Situation. Wenn wir die Beugung am Gitter betrachten,
nicht zwei Spalte, sondern viele Spalte. Analoge Situation. Aber wir haben also statt zweier Spalte betrachten wir jetzt n Spalte. Und das n kann auch verhältnismäßig groß sein. Aber wir betrachten also wieder eine Situation, wo wir also die Verstärkung dann wieder erwarten bei S ist Z mal Lambda und es wird das S auch wieder D mal Sinus Theta sein. Also das D ist wie hier jetzt der Abstand zweier benachbarter Spalte, das nennen wir also auch die Konstante und wieder mit S bezeichnen wir den Gangunterschied zwischen den verschiedenen gebeugten Strahlen. Und da können wir jetzt dann in ähnlicher Weise diese Beziehung wieder benutzen und haben also dann wieder Verstärkung für S ist gleich Z Lambda. Das können Sie alles aus dieser Darstellung hier in gleicher Weise entnehmen. Und damit ergibt sich also wieder das D Sinus Theta gleich Z mal Lambda. Aber der Unterschied ist jetzt der, dass wir jetzt keine zwei Strahlinterferenz haben, sondern viel Strahlinterferenz. Und anschaulich gesehen kann man also sagen, wenn man also da eine größere Anzahl von Strahlen hat, die da in Interferenz kommen, dass man eben eher damit rechnen muss, dass selbst bei kleinen Abweichungen von einer solchen Verstärkungsrichtung die einzelnen Strahlen bereits stärker beginnen, außer Phase zu laufen. Und dementsprechend werden die Bereiche, wo tatsächlich dann Beugungsordnungen mit Verstärkung auftreten, eingeschränkt in ihrer Breite und dazwischen entstehen größere Bereiche mit Abdunkelung. Und das kann man also sehr schön sehen, das kann man sich auch wirklich durchrechnen, was wir im Einzelnen nicht machen können, aber da können Sie dann erkennen, dass man jetzt ein Bild erhält, ziemlich ähnlich wie das, was wir vorher hatten für den Doppelspalt. Wiederum haben Sie in den einzelnen Verstärkungsrichtungen dann Maxima, aber die werden immer schärfer, je mehr Beugungsordnungen man betrachtet. Und Sie sehen dazwischen dann einige sekundäre Maxima, die meistens dann bei der konkreten experimentellen Betrachtung gar nicht speziell aufscheinen und dann wieder sehr scharfe Maxima, die sich eben ergeben, weil unmittelbar in den entsprechenden Verstärkungsordnungen dann eben die Verstärkungen auftreten müssen. Aber eben dann nur dort in engem Winkelintervall. Das heißt, damit kann man also die Beugung besonders gut benutzen, um damit auch Spektrometrie und Strukturanalyse durchzuführen, weil eben die Lokalisierung dieser scharfen Maxima natürlich wesentlich genauer möglich ist, als für den Fall, wo man also
nur diese ungenauen Breitenmaxima zur Verfügung hat. Aus dieser Beziehung D sinus Theta ist Z mal Lambda lassen sich dann eben für die Auswertung von solchen Gitterbeugungsexperimenten zwei verschiedene Auswerterichtungen angeben. Das eine nennen wir die Strukturanalyse. Bei der Strukturanalyse kann man so vorgehen, dass wenn man die Wellenlänge der einfallenden Welle kennt, etwa wenn man einen Laserstrahl betrachtet, wo die Wellenlänge durch die Resonatoreigenschaften sehr genau festgelegt ist, dann kann man mit bekannter Wellenlänge sich die Strukturkonstante B hier ausrechnen. Das D ist dann Z Lambda durch Sinus Theta. Bei bekanntem Lambda, bei bekanntem gemessenen Beugungswinkel, kann man dann damit die Strukturkonstante dieses Gitters quantitativ bestimmen. Nun, andererseits aber, wenn man die Struktur des Gitters, des Objektes, um das es geht, kennt, kann man umgekehrt auch Spektrometrie betreiben. Indem man eben aus dieser gleichen Beziehung die Wellenlänge ausrechnet. Und das ist dann D sinus Theta durch Z. Und wenn man sich auf die erste Beugungsordnung etwa beschränken würde, dann ist das Zeta hier einfach gleich 1 und man hat natürlich dann eine besonders übersichtliche Situation. Also hier ist Lambda bekannt. Und hier ist das D bekannt. Bitte. Die Spektrometrie funktioniert aber nur bei monochromatischem Licht, oder? Naja, wenn Sie ein Licht haben, in dem mehrere Wellenlängen enthalten ist, werden natürlich die Beugungsordnungen für jede Wellenlänge in eine andere Richtung gehen. Sie können also ähnlich wie bei der Spektrometrie mit einem Glasprisma auch hier damit rechnen, dass sich durch die Beugung am Gitter eine Aufspaltung in die verschiedenen Wellenlängen und damit Farben des Lichtes ergeben. Und das können wir Ihnen auch gleich anschließen und werden Ihnen auch mit Experimenten hier zeigen. Also das ist ja gerade die Stärke dieses Verfahrens, dass man, auch wenn man Licht hat, in dem mehrere Wellenlängen vorhanden sind, diese Wellenlängen auflösen kann. Das geht aber nur dann gut, wenn eben die Beugungsordnungen schmal genug sind, dass man eine entsprechend gute Auflösung erreichen kann, sodass es nicht zu einer Verwischung kommt. Naja, da wollen wir uns jetzt einmal zum Vergleich dieses nicht besonders scharf ausgeprägten Beugungsmusters beim Doppelspalt, das Beugungsmuster anschauen, wenn man ein Gitter hernimmt, das jetzt einmal zunächst von einer monochromatischen Lichtquelle von einem Laser beleuchtet wird. Und Sie können hier sehen, man hat also hier eine bei weitem schärfere Auflösung. Diese Punkte, die Sie sehen, entsprechen da hier den Maxima, die man eben hier sehr scharf hier zu erwarten hat. Also die Punkte sind in Wirklichkeit noch schärfer, nur natürlich überstrahlen sie dann die Darstellung mit der Kamera und dadurch erscheinen die mittleren Punkte ausgedehnter. Das sind sie aber in der tatsächlichen Praxis gar nicht. Sie können sie hier auch ohne Kamera, das ist ja so ein Experiment, das ist also aus jeder Distanz gut zu erkennen. Ich glaube auch von dort hinten
gut sehen, dass man hier ein sehr sauberes, klares, diskretes Beugungsbild erhält. Und das aber für monochromatisches Licht einer Wellenlänge. Wenn man jetzt statt monochromatischem Licht ein weißes Licht auf ein Gitter fallen lässt, dann können Sie erkennen, was dann passiert. Das entspricht genau Ihrer Frage. Wenn wir jetzt also mehrere Wellenlängen gleichzeitig in unserem System haben, dann werden Sie sehen, was wir dann erhalten. Da bestrahlen wir also jetzt das Gitter ebenfalls mit einem Parallelstrahlenbündel mit ebenen Wellenfronten, die mit Hilfe einer Lichtquelle und einer Sammellinse eben zu ebenen Wellenfronten gemacht werden. Und wenn Sie sich jetzt die Situation ansehen, und da sollte man wieder ganz finster machen, weil das hat auch, finde ich, etwas Ästhetisches, dann können Sie also erkennen, dass natürlich die nullte Ordnung in der Mitte, die durch einen weißen Strich sich darstellt, weil natürlich alle Wellenlängen in der nullten Ordnung eben mit Beugungswinkel 0 durchtreten und das weiße Licht sich wieder zu weißem Licht zusammensetzt. Aber wenn Sie sich jetzt anschauen, links und rechts gibt es eine erste Beugungsordnung, und da ist also ganz klar zu sehen, dass also das blaue und violette innen und das rote außen ist. Und mit zunehmenden Beugungsordnungen wird das sogar etwas weiter auseinandergespreizt. Insbesondere die zweite Beugungsordnung ist hier sehr schön. Nur sehen Sie natürlich auch, dass dann mit den auseinandergespreizten Beugungsordnungen es zu Überlagerungen kommt und das Rot mit dem nächsten Blau sich schon zu einem Violett irgendwie überschneidet. Das heißt, da kann man dann nicht mehr ganz eindeutig unterscheiden. Ich danke Ihnen sehr, Herr Litschauer, für diese schöne Beugungsfeld. Sie sollten sich zwei Dinge noch im Auge behalten. Warten, das machen wir noch nicht ganz so viel Licht. Ich möchte noch, dass wir es weiter ein bisschen sehen. Ich glaube, machen Sie es noch ein bisschen. Wenn Sie sich insbesondere die erste Beugungsordnung anschauen, da sehen Sie jetzt, dass das rote Licht den größeren Beugungswinkel hat. Das blaue, violette den kleineren Beugungswinkel. Das sollten Sie sich gut im Auge behalten, auch in Bezug auf unsere Diskussion, die wir bei der Brechung am Prisma gehabt haben. Da hatten wir ja darüber gesprochen, dass die kurzen Wellenlängen stärker gebrochen werden, dass bei kurzen Wellenlängen, also blauem Licht, der Brechungsindex größer ist. Dementsprechend, weil der Brechungsindex beim Prisma unmittelbar eingeht, direkt in den Brechungswinkel, wird beim Prisma das violette und blaue Licht stärker gebrochen als das rote. Hier sehen Sie, dass das violette und blaue Licht schwächer gebeugt wird. Naja, das ist ja auch ein völlig anderer Vorgang. Beim Prisma ist ja überhaupt nicht von Interferenz und Beugung die Rede, nur von Brechung des Lichtes. Während hier sprechen wir von Beugung. Und da können Sie sich jetzt leicht überlegen, aufgrund dessen, was wir gerade vorhin über den Gangunterschied gesagt hatten, wenn man rotes Licht betrachtet, das ist also Licht mit einer größeren Wellenlänge, dann müssen Sie auch einen etwas größeren Beugungswinkel vorsehen, so dass in erster Ordnung es gerade zu einem Gangunterschied von einer Wellenlänge kommt. Weil die Wellenlänge eben beim Roten größer ist. Beim blauen Licht genügt ein kleinerer Gangunterschied, um bereits zur konstruktiven Interferenz zu kommen. Und dementsprechend auch ein kleinerer Beugungswinkel.
Daher ergibt sich das hier ganz logisch, dass eben hier bei den kleineren Beugungswinkeln bei den kleineren Beugungswinkeln auch die kleineren Wellenlängen vorhanden sind und bei den größeren Beugungswinkeln auch die größeren Wellenlängen. Also bei der Beugung ist das rote außen und bei der Brechung am Prisma ist das violette oder blaue außen. Das sollten Sie sich also gut merken und vor Augen halten, um eben zu verstehen, wie diese unterschiedlichen Phänomene miteinander in Beziehung zu setzen sind. So, jetzt können wir also wieder ein bisschen Licht machen. Also damit haben wir also die Beugung am Gitter auch einigermaßen gut verstanden und Sie können sich also überlegen, und das beantwortet, glaube ich, auch Ihre Frage, dass man eben dann, wenn man eine bestimmte Beugungsordnung betrachtet, beobachten kann, welche Anteile in der verschiedenen Wellenlängen in dem Spektrum des einfallenden Lichtes vorhanden sind. Man kann eben die Wellenlänge unmittelbar mit dem Beugungswinkel in Beziehung setzen, und wenn man also da jetzt bei bekannter Gitterkonstante den Beugungswinkel variiert und man kriegt unterschiedliche Intensitäten, dann wissen Sie, welche Wellenlänge mit welcher Intensität in der Primärstrahlung vorhanden ist und können also quantitative Spektrometrie betrachten. Und je mehr solche Gitteröffnungen vorhanden sind, desto mehr schärfen sich diese einzelnen Maxima und Minima auf und so Gitter können also tausende parallele Gitterspalten haben, dann würde in einer derartigen Darstellung hier das nur mehr in der Strichstärke sein, die Breite der einzelnen Beugungsmaxima, und daher kann man dann die Auflösung des Gitterspektrometers sehr weit treiben. Also was zunächst einmal als eine Art Spielerei zur Unterstützung des Wellenaspektes des Lichtes sich zeigt, hat dann letztlich auch sehr wichtige praktische und technische Anwendungen, weil mit dieser Gitterspektrometrie man natürlich einen ganz neuen Zugang gewonnen hat zur genauen Untersuchung der Zusammenhänge des Lichtwellenspektrums. Aber es gibt auch noch eine weitere wichtige Anwendung der Beugung, und zwar in der Weise, dass man aufgrund der Beugung des Lichtes an Hindernissen auch abschätzen kann, was die Limitierungen von optischen Geräten sind. Und da wollen wir uns insbesondere das Mikroskop hernehmen. Herr Litschauer, haben wir alle Experimente gemacht, dass ich es vergesse? Gut, danke. Das Mikroskop hernehmen. Das Mikroskop hatten wir schon besprochen bei der geometrischen Optik und ich hatte Ihnen schon angedeutet, dass wir beim Mikroskop, wenn man es nur geometrisch optisch betrachtet, davon ausgehen kann, man kann beliebig große Vergrößerungen herstellen und alles muss also entsprechend aufgelöst und gezeigt werden können. Na, das wäre schön. Aber natürlich spült es nicht. Und dass es das nicht spült, liegt daran, dass eben die Strahlenoptik, die geometrische Optik, nur in Bereichen ihre Gültigkeit hat, wo die Objekte groß sind gegen die Lichtwellenlänge. Naja, und gerade wenn es um Objekte in der Größenordnung der Lichtwellenlänge geht, dort setzt ja eben dann der Wellenaspekt ein und daher speziell auch hier die Beugung. Na, wollen wir zunächst einmal uns noch einmal kurz klar machen, wie so ein Mikroskop grundsätzlich funktioniert. Und wir wollen uns nur auf den Teil beschränken, wo es also wirklich drauf ankommt, nämlich auf die erste Abbildung durch das Objektiv. Und das ist also im Wesentlichen ja nur eine Sammellinse. Aber jetzt wollen wir das etwas vollständiger machen. Wir machen da eine Lichtquelle.
Quelle, die hier zunächst einmal ein Objekt beleuchten soll. Na, um das Objekt zu beleuchten, stellen wir da hinten noch eine Linse auf und machen also das Licht hier parallel. Da tritt also dann ein Parallelstrahlenbündel auf das betrachtete Objekt ein. Nun, dieses betrachtete Objekt ist also, sagen wir heute einmal, eben ein Gegenstand. Ein eher kleiner Gegenstand, weil es geht ja um ein Mikroskop, da will man ja kleine Sachen darstellen. Nun, da betrachten wir jetzt anschließend eine Objektivlinse, so dass die Brennweite dieser Objektivlinse nur etwas kleiner ist als der Abstand des Gegenstandes von diesem Objektiv. Also das ist das Objektiv. Diese Linse hier, die vor dem Gegenstand, also dem Objekt, das man sich anschaut mit dem Mikroskop, angeordnet ist, das nennt man auch den Kondensator, der halt das Licht in einer solchen Weise gestaltet, dass es also möglichst optimal auf diesen Gegenstand auftrifft. Ja, dieser Gegenstand ist also, der kann durchleuchtet werden typischerweise bei einem solchen Mikroskop. Ja, da können wir natürlich in einfacher Weise eine Abbildung zustande bringen. Da haben wir hier einmal einen Strahl durch den Brennpunkt, der wird nachher dann zu einem Parallelstrahl, einen Strahl durch den Scheitel, der trifft dann hier, und auch einen Parallelstrahl, der durch den Brennpunkt hindurch wieder da durchtrifft. Und wir erhalten hier ein verkehrtes, vergrößertes Bild. Naja, üblicherweise setzt man dann, um die Geschichte noch zu verbessern, habe ich Ihnen schon erwähnt gehabt bei der geometrischen Optik, ein Okular dahinter. Das ist im Wesentlichen eine Lupe, mit der man sich dieses reelle vergrößerte Bild noch einmal vergrößert anschauen kann. Das soll uns aber jetzt nicht weiter interessieren. Der eigentliche Punkt, der wesentlich ist, ist, wie der Gegenstand durch das Objektiv eben dargestellt werden kann in vergrößerter Form mit einem solchen reellen Bild. Ja, da ist also scheinbar der Vergrößerung und der Auflösung hier gar keine Grenze gesetzt. Und jetzt wollen wir uns überlegen, wie schaut es also jetzt mit dem Auflösungsvermögen eines solchen Mikroskopes aus. Und da ist es sinnvoll, dieselbe Anordnung jetzt nicht aus der Sicht eines Strahlenaspektes darzustellen, mit so verschiedenen Lichtstrahlen, die heute das Bild hier ergeben, sondern aufgrund eines Wellenaspektes. Und damit man da den Gegenstand in einer gewissen Form darstellen kann, der auch unseren Überlegungen jetzt mit der Beugung entspricht, wollen wir jetzt nicht einen solchen pfeilförmigen Gegenstand nehmen, sondern einen, bei dem es auch auf eine Struktur ankommt, die man ja mit Hilfe eines Mikroskops auflösen können möchte. Und da bietet sich ein Gitter an. Also wir werden mit einem Mikroskop jetzt ein Gitter betrachten und schauen, bis zu welchen Gitterkonstanten man dann dieses Gitter noch auflösen kann und wann es dann nicht mehr gehen wird, wo die Grenze ist. Und damit haben wir eine konkrete Möglichkeit, den Anwendungsbereich von Mikroskopen einzugrenzen. Was natürlich sehr günstig ist, wenn man weiß, zu welchen Bereichen ein solches Instrument auch verwendbar ist. Naja, und da machen wir das jetzt so, dass wir noch einmal uns auf einer optischen Achse so ein Mikroskop aufzeichnen. Wir machen es auch so, dass wir wieder hier
eine Lichtquelle haben und uns da so einen Kondensator herstellen, der dann ein Parallelstrahlenbündel bewirkt. Soweit ändert sich zunächst einmal gar nichts. Aber dieses Parallelstrahlenbündel soll jetzt nicht auf so einen makroskopischen Gegenstand fallen, sondern auf ein Gitter. Dass eben in diesem einfallenden Parallelstrahlenbündel sich befindet. Damit ist auch wieder sichergestellt, dass wir uns mit Fraunhofer'scher Balkung auseinandersetzen. Bei der ist es ja so, dass wir Parallelstrahlenbündel vor und nach den Hindernissen betrachten. Also so ein Parallelstrahlenbündel tritt jetzt auf dieses Gitter ein, das entspricht diesen Wellenfronten, die auf das Gitter sich zubewegen. Na, was wird jetzt passieren? Wie kann man das also jetzt in Einklang bringen mit der Darstellung der Funktion eines Mikroskops? Naja, da wird es also so sein, dass wir natürlich auch wieder ein Objektiv brauchen. Und dieses Objektiv befindet sich also in einem Abstand etwas größer als die Brennweite hinter diesem Gegenstand. Na, wir werden es jetzt so machen, dass wir dieses Objektiv da hier aufstellen, die Objektivlinse. Also da haben wir wieder den Kondensator. Da haben wir den Gegenstand. Das ist unser Gitter jetzt. Die Struktur des Gitters wird durch die Gitterkonstante gegeben. Und da haben wir die Objektivlinse, das Objektiv. Und dieses Objektiv wird den Gegenstand, das Gitter, natürlich in entsprechender Entfernung, da wollen wir da noch ein bisschen weitergehen hier, abbilden, wird ein reelles Bild erzeugen, sagen wir hier, auf einem Schirm. Da wird dieser Gegenstand abgebildet und da sollte dann dieses Gitter wieder auftreten. Das ist also die Bildebene. Und jetzt wollen wir uns überlegen, wie wird aus der Sicht der Beugung an dem Gitter es zu dieser Abbildung kommen. Na, da gibt es natürlich in den verschiedenen Richtungen Parallelstrahlenbündel. Also da haben wir zum Beispiel ein Parallelstrahlenbündel der nullten Ordnung. Und dieses Parallelstrahlenbündel wird jetzt im Brennpunkt dieser Objektivlinse, der sich vielleicht hier befinden soll, haben wir die zwei Brennweiten, in diesem Brennpunkt, wo wir nichts aufstellen, keinen Schirm, gar nichts, das ist nur eine gedachte Ebene, jetzt gesammelt werden. Also diese Strahlen hier sammeln sich im Brennpunkt der Linse. Hier treffen sich alle Strahlen, die zum nullten Beugungspunkt gehören. Und jetzt können wir natürlich davon ausgehen, so wie wir das also fürs Gitter allgemein besprochen haben und wie wir es ja auch hier in dieser Darstellung mit den einzelnen Beugungsmaxima oder auch nein, das Gitter, doch, habe ich da auch so aufgezeichnet. Wo haben wir unser Gitter? Hier also in verschiedenen Richtungen haben wir dann in dieser Fraunhofer'schen Beugung auch entsprechende Parallelstrahlenbündel, die in anderen Richtungen verlaufen, zum Beispiel in der Richtung. Also neben der nullten Ordnung wird an diesem Gitter auch in erster Ordnung ein solches Parallelstrahlenbündel erzeugt werden. Nur dieses Parallelstrahlenbündel wird jetzt ebenso in der Brennebene des Objektivs
gesammelt. Und zwar der Strahl, der durch den Linsenscheitel geht, geht da geradlinig durch. Die anderen Strahlen sammeln sich hier wieder in diesem Punkt. Und natürlich gibt es, ich möchte die Zeichnung nicht überlasten, auch höhere Beugungsordnungen, die dann auch in weiterer Folge da hier weitere Punkte in dieser Brennebene hervorrufen. Und das andere geht symmetrisch auch nach unten natürlich, sodass wir also da neben der nullten Ordnung auch eine erste und zweite und weitere Ordnungen hier in der Brennebene antreffen werden. Und dazwischen ist es finster. Wie wir ja gesehen haben, bei einer Vielstrahlinterferenz geht es praktisch nur in ganz eng begrenzten Bereichen. Und was Sie hier haben, weil das ja alles Licht von derselben Lichtquelle ist, sind hier kohärente Lichtquellen, die da nebeneinander leuchten sozusagen. Und wie kann es also jetzt zu einem Bild kommen? Na, dadurch, dass das Licht von diesen verschiedenen kohärenten Lichtquellen, die sich da in dieser Brennebene ergeben, dass das hier wieder in der Bildebene so interferiert, dass ein Bild des Gegenstandes entsteht. Aber das kann nur dann passieren, wenn zumindest die erste Beugungsordnung noch dabei ist. Wenn es hingegen so wäre, dass bei einer besonderen Strukturfeinheit hier das Gitter bei der ersten Beugungsordnung schon sehr weit wegbeugt, je feiner das Gitter wird, desto größer wird die Spreizung der höheren Ordnungen. Das können Sie auch sofort erkennen, wenn Sie das da oben anschauen, wenn das D kleiner wird, muss der Sinus, muss der Winkel Theta größer werden, bei gleicher Wellenlänge. Also je feiner das Gitter wird, desto stärker spreizen die Beugungsordnungen auseinander. Und wenn jetzt das Gitter sehr fein ist, wird diese erste Ordnung schon so weit weg spreizen, dass das Licht möglicherweise die Objektivlinse gar nicht mehr treffen würde. Dann kommt die erste Beugungsordnung gar nicht mehr zustande. Und dann, meine Damen und Herren, sieht man nichts. Man sieht nur von einer Beugungsordnung, nämlich der nullten, eine Beleuchtung der Bildebene, die dann gleichmäßig grau beleuchtet wird. Es ist ja nur eine Lichtquelle. Eine Punktlichtquelle, die diese Bildebene beleuchtet. Je mehr solche zusätzlichen Beugungsordnungen auftreten, desto schärfer wird das Bild. Wenn man also ein möglichst naturgetreues Bild haben möchte, braucht man viele Beugungsordnungen. Die wird man sicher haben, wenn das Gitter ein eher grobes Gitter ist, mit einer großen Gitterkonstante. Weil bei großer Gitterkonstante dann entsprechend bei großer Gitterkonstante der Winkel entsprechend klein wird bei einer bestimmten Wellenlänge und Beugungsordnung. Und wenn die Winkel klein sind, dann liegen alle diese kohärenten Lichtquellen nahe beisammen, können alle beitragen zu dieser Interferenz und es entsteht, je mehr solche Lichtquellen vorhanden sind, ein immer besseres und schärferes Bild. Das ist Situation, die man in der Mathematik dann beschreiben kann mit Fourier-Reihen. Je mehr Reihenglieder mit immer höheren Ordnungen man mitnimmt, desto genauer wird eine Funktion dargestellt. Je weniger solche reinen Entwicklungsglieder man hat, desto mehr kriegt man nur ein ungefähres Bild. Aber eine Sache ist sicher, wenn es einem vor allem darum geht, die Strukturfeinheit des Gegenstandes noch aufzulösen, also zwei benachbarte
Schlitze hier noch in ihrer Distanz aufzulösen, braucht man zumindest die ersten Ordnungen noch, damit man wenigstens ein grobes Auf und Ab der Lichtintensität hier noch kriegt. Wenn man die nicht mehr hat, dann kann man überhaupt nichts mehr betrachten. Ja, und das kann man sich natürlich sehr leicht klar machen. Was wird denn nun also das kleinste auflösbare Detail sein? Dieses kleinste auflösbare Detail kann man also dadurch feststellen, dass man sich also schreibt, dieses D0 ist Lambda durch Sinus Theta. D0 ist gleich Lambda durch Sinus Theta. In der ersten Ordnung. Z gleich 1, D0 ist Lambda durch Sinus Theta. Dieses Detail wird man gerade noch auflösen können, wenn die erste Beugungsordnung noch vorhanden ist. Und das bedeutet also jetzt, wenn Sie sich so ein Mikroskop betrachten, das sei die Objektivlinse, da kommt also da das Mikroskopobjektiv dran und da herunten ist also ein Gegenstand, was es auch immer ist, dann wird von dem Gegenstand eine nullte Ordnung ausgehen und es werden auch links und rechts die ersten Beugungsordnungen ausgehen. Hier, das ist dann dieser Winkel Theta, der gerade angibt, bis zu welchem Winkel man die erste Beugungsordnung noch kriegt. Wenn das Objekt zu fein ist und die Beugung weiter auseinander spreizt, dann kriegen Sie die ersten Ordnungen nicht mehr ins Objektiv. Das heißt, Sie kriegen auch in der Brennebene des Objektivs schon die ersten Ordnungen gar nicht mehr hinein. Und das bedeutet, Sie sehen keine Struktur mehr. Das heißt, dieses kleinste auflösbare Detail liegt darin, wie groß ist der Öffnungswinkel, unter dem vom Objektiv her gesehen der Gegenstand vorhanden ist. Das ist also der Gegenstand. Und da haben wir das Objektiv. Deswegen gestaltet man die Mikroskope auch so, dass sie möglichst kleine Brennweiten haben beim Objektiv, dass man möglichst nahe an den Gegenstand heranrücken kann, damit dieser Winkel möglichst groß wird. Denn wenn der Winkel groß wird, bei bestimmter Wellenlänge wird das auflösbare Detail feiner und feiner. Also Sie sehen, es kommt beim Mikroskop nicht so sehr darauf an, wie stark vergrößert es, sondern wie kann es auflösen. Welches kleinste Detail kann noch sichtbar gemacht werden? Je kleiner das Detail ist, das man noch auflösen kann, desto größer ist also das Auflösungsvermögen. Und dementsprechend definiert man das Auflösungsvermögen U als 1 durch D. Und dieses 1 durch D0 ist dann Sinus Theta durch Lambda. Also das Auflösungsvermögen des Mikroskops ist umso größer, je größer dieser Winkel Theta ist, unter dem man den Gegenstand aus der Sicht des Objektivs noch betrachten kann und je kleiner die Wellenlänge ist. Na, da kann man natürlich wenig Möglichkeiten, denn das sichtbare Licht überschreitet ja nur, wie wir schon ganz am Anfang gesagt haben, wenn man so will, akustisch eine Oktave, ein Faktor 2, mehr ist nicht drin. Mehr sehen wir nicht, wenn es also ein Lichtmikroskop sein soll. Und daher natürlich ergibt sich die Möglichkeit, aus dieser Beziehung, weil da das Lambda drinnen steht, dass man sich fragt, wie kann man denn noch mikroskopieren,
wenn es schon mit Licht nicht geht, weil da hat man höchstens einen Faktor 2, wenn es hochgeht, aber dann ist es schon wieder vorbei, weil man nichts mehr sieht. Aber die Idee war dann, nachdem bewusst wurde, und darüber sprechen wir dann morgen noch, dass es einen Dualismus zwischen Teilchen und Wellen gibt, dass einerseits die Lichtwellen auch als ein Teilchenstrahl von Photonen aufgefasst werden können, und aber dann anschließend mal auch drauf gekommen ist, es geht auch das Umgekehrte, auch Teilchenstrahlen, wie zum Beispiel Elektronenstrahlen, lassen sich wieder als Wellen interpretieren. Die Welt ist ja schon sehr aufregend, wenn man sich vorstellt, was also da für Dualismen auftreten, die man sich zunächst gar nicht vorstellen würde. Ne? Dann weiß man auch, wenn man also statt mit Licht etwa mit Elektronenstrahlen arbeitet, dass man diese Wellenlänge in Größenordnungen heruntersetzen kann, nämlich auf die De Broglie-Wellenlänge von Elektronen. Und wenn man die also da um ein paar Größenordnungen herunterbringt, wird das Auflösungsvermögen um ein paar Größenordnungen größer. Und das ist natürlich was. Aber alles hat natürlich auch seinen Preis. Also, was man da dann nicht mehr hat, ist, dass man so bequem einfach reinschauen kann, weil man die Elektronenstrahlen so nicht sieht. Da braucht man wieder eigene Sensoren, um diese Bilder dann sichtbar machen zu können. Und mit so Glaslinsen geht da auch nichts mehr. Aber Gott sei Dank sind die Elektronen elektrisch geladen, tragen also jedes eine negative Elementarladung, und da hat man also Techniken erfunden, wie man mit Hilfe entsprechender Magnetfelder diese Elektronen in ähnlicher Weise wie in einer geometrischen Optik leiten kann, wie das Licht in einer solchen, in so Sammellinsen. Und mit solchen magnetischen Linsen kann man dann einen ähnlichen Abbildungsvorgang erzielen wie bei den Lichtmikroskopen. Und da ist man heute schon so weit gekommen, dass man durchaus konkrete Kristallstrukturen mit den einzelnen Gitteratomen wirklich sichtbar machen kann. Und das ist also schon sehr eindrucksvoll, wie auf die Art und Weise gerade in den letzten Jahren Modelle, die man sich gemacht hat von verschiedenen Kristallstrukturen, auch tatsächlich dann gefunden werden konnten. Und damit konnte man diese Modelle auch wirklich konkret bestätigen. Große Fortschritte, die also die Physik der Materie, also insbesondere die Materialphysik, sehr weitergebracht haben. Also das Auflösungsvermögen wird wesentlich erhöht, wenn man zur Elektronenmikroskopie übergeht. Ja. Die Wellenlänge von Elektronen, wo ist das circa im elektromagnetischen Spektrum? Also das ist nicht im elektromagnetischen Spektrum. Ich habe mir es jetzt nicht aufgeschrieben. Ich kann es Ihnen nicht im Einzelnen sagen. Es ist auch kein definierter einzelner Wert, weil es hängt wieder davon ab, wie groß die Energie dieser Elektronen sind. Ich fürchte, das werde ich Ihnen nachliefern müssen. Das habe ich mir da jetzt nicht rausgesucht. Aber es sind jedenfalls mehrere Größenordnungen. Ich weiß, momentan arbeiten Sie an Röntgenlesern für die Strukturanalyse und wäre halt interessant, ob die besser oder schlechter wären als die Röntgenmikroskope. Naja, das könnte in ähnlichen Größenordnungen. Aber natürlich, es hat auch wieder bei den Röntgenlesern das Problem, dass man da dann wieder schädlichen Einfluss auf die Objekte nehmen kann. Und auch bei der Elektronenmikroskopie ist es so, dass man da, damit die Elektronen in ihrem Weg nicht gestört werden, im Hochvakuum arbeiten muss. Also Gegenstände, die nicht vakuumfest sind, muss man also entweder ausscheiden oder sie irgendwie so präparieren, dass sie Vakuumbedingungen ertragen. Irgendwelche biologischen Substrate sind da unter Umständen problematisch. Also in der Praxis hat man dann natürlich vielfältige Einschränkungen. Aber zweifellos ist es so, dass durch das Verringern von Lambda man hier viele Fortschritte machen kann. Ich möchte gleich zum Abschluss zu diesem
kleinsten auflösbaren Detail bei der Lichtmikroskopie noch sagen, dass gerade in den letzten Jahren man durch spezielle Techniken, wo man das Nahfeld innerhalb einer Wellenlänge in der Umgebung des Gegenstandes bereits konkret betrachtet und fluoreszierende Materialien in dieses Nahfeld bringt, diese Grenze des Auflösungsvermögens durchbrochen hat. Auch für die Lichtmikroskopie. Das ist aber eine ganz andere Art der Darstellung, bezieht sich dann nicht mehr auf diese Fraunhofer'sche Beugung, sondern bezieht sich speziell auf das Nahfeld der Lichtwellen in der unmittelbaren Umgebung eines Gegenstandes. Und da hat sich gezeigt, dass man hier dieses Auflösungskriterium durchbrechen konnte. Ein sehr bedeutsamer Fortschritt. Übrigens, dieses Auflösungskriterium geht auf Abbe zurück. Diese Gedanken bezüglich der Auflösungsvermögen gehen auf Abbe zurück und das ist das Abbe-Kriterium. Und es hat sich also gezeigt, dass eben mit dieser Nahfeldanalyse man dieses Abbe-Kriterium unter gewissen Voraussetzungen durchbrechen kann. Also Sie haben gesehen, die Beugung des Lichtes ist einerseits ein weiterer wichtiger Punkt, der uns den Wellenaspekt des Lichtes bestätigt. Man kann mit Hilfe der Beugung präzise Messungen von Wellenlängen und von Strukturgrößen durchführen, durch Vielstrahlinterferenz an Gittern und man kann durch Beugung die Grenzen der Möglichkeiten von optischen Instrumenten abstecken. Insbesondere bei der Mikroskopie, aber auch bei Fernrohren natürlich. Dort kommt es wieder auf den Radius des Eingangsöffnung eines Fernrohres an, wie gut das Auflösungsvermögen ist. Deshalb versucht man den so groß wie möglich zu machen, nicht nur wegen der Lichtintensität, sondern eben auch wegen des Auflösungsvermögens. Und nachdem also viel Meter große Öffnungen mit Linsen nicht mehr zu realisieren sind, sind alle großen Teleskope auf dem Prinzip des Spiegels, des Parabolspiegels aufgebaut. Und auch die Weltraumteleskope sind Spiegelteleskope. Und durch entsprechende mechanische Gestaltungsmöglichkeiten und mit Kombination von mehreren Spiegeln hat man damit auch sehr große Öffnungsdurchmesser erreichen können und im Weltraum fällt auch die ganze Störung durch die Atmosphäre weg und dadurch ist man auch wieder um viele Größenordnungen weitergekommen bei der Untersuchung des Universums. Also wir versuchen halt, wo es geht, unsere Grenzen möglichst weit auszubrechen. So viel zur Wellenoptik, aber morgen kommt noch ein Tag. Der letzte Tag dieser Vorlesung jetzt in diesem Studienjahr und da möchte ich Ihnen noch gemeinsam mit meinen Kollegen Litschauer und Dangl zwei Experimente zeigen, die uns einen wichtigen Ausblick in die Quantenmechanik bieten. Nämlich einerseits ein Experiment, das uns den Teilchencharakter des Lichtes demonstriert. Jetzt haben wir ganze Zeit alle unsere Kraft darauf gesetzt, zu zeigen, dass Licht lässt sich als Welle darstellen. Und jetzt komme ich morgen daher und zeige Ihnen, es ist ein Teilchen. Naja, das ist halt so, ist es uns ergangen in der Physik. Und wir müssen damit leben. Und werden auch dann, Sie werden in weiterer Folge sehen, wie man damit lebt. Aber nicht mehr in diesem ersten Studienjahr. Und das zweite Experiment wird Ihnen zeigen, dass die Atome verschiedene diskrete Anregungsenergien haben können. Auch wieder ein Aspekt, der ganz wichtig ist für die Entwicklung der Quantenmechanik.
und mit einigen zugehörigen Diskussionen sollten sie dann gerade neugierig genug gemacht worden sein, um sich auf ihre weiteren Studienjahre zu freuen. Also so viel zur Optik und ich hoffe doch, etliche von Ihnen morgen bei diesen letzten Experimenten noch einmal zu sehen. Danke.